Nächster Redner von der FPÖ Kärnten, Josef Ofner. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frauen Bundesministerinnen, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuhörer hier auf der Galerie, aber auch an den Bildschirmen zu Hause. Wenn wir heute hier im Plenum diese Gesetzesänderung hinsichtlich der sogenannten Arbeitszeitflexibilisierung behandeln und diskutieren, so sollten wir das einmal vor dem Aspekt und dem Wissen tun, dass es halt im Arbeits- und Wirtschaftsprozess eine ständige Weiterentwicklung gibt und dass damit auch eine Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes Österreich, aber auch eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen einhergeht und dass es gleichsam wichtig ist, hier einerseits eine gesetzliche Absicherung zu schaffen, aber auch für die Arbeitnehmer eine Form der Freiwilligkeitsgarantie, eine Möglichkeit zu gestalten, ihren Berufsalltag eben in Abstimmung auch mit dem Arbeitgeber flexibler gestalten zu können. Und das sollten wir auch von dem Hintergrund tun, dass es jedem auch einmal bewusst ist, dass die erfolgreichen Unternehmen von Österreich für die positive Wirtschaftsentwicklung in unserem Land verantwortlich sein und ein Unternehmen nur dann erfolgreich sein kann, wenn motivierte Arbeitgeber und motivierte Arbeitnehmer im entsprechenden Zusammenwirken auch eine positive Entwicklung gewährleisten. Und daher werden auch alle Arbeitgeber schlecht beraten, wenn sie, so wie es die SPÖ seitdem immer sagt, ausbeuten würden. Sie skizzieren immer ein Bild, das nicht der Realität entspricht, sondern nur im positiven Zusammenwirken kann das geschehen. Und daher liebe Sozialisten, bei all Ihrer Liebe zur Inszenierung, und bei Ihnen besteht ja mittlerweile alles aus Inszenierung, aber das, was Sie in dieser Thematik veranstalten, das ist nicht nur ein unwürdiges Schauspiel, sondern es ist wirklich mittlerweile erbärmlich und peinlich. Denn es geht nur mehr um Panikmache und Verunsicherung und Sie nehmen immer die Gewerkschaft in den Mund. Aber Sie sind es, die die Gewerkschaft als Teil der Sozialpartner für Ihre Zwecke instrumentalisieren und missbrauchen. Bravo. Und Teile Ihrer Gewerkschaft, das sind natürlich willfährige Erfüllungsgehilfen, die nicht einmal davor zurückstrecken, so wie wir es heute schon gehört haben, dass sie auch mit Pflastersteinen und Grabkerzen ausrücken. Nein, sie inszenieren sich wirklich als Berufsrabauken, teilweise mit ihrer Unterstützung und den bekannten Silberstein-Methoden, den Pinocchio-Techniken. Aber damit verlieren sie, und das ist Ihnen wahrscheinlich nicht bewusst, den letzten Funken an Glaubwürdigkeit. Denn wenn man selbst vor wenigen Monaten noch hergegangen ist, na, tums zu und tums aufpassen. Plan A. Noch vor wenigen Monaten fordert man selbst eine Arbeitszeitflexibilisierung, hält das unumgänglich, weil man natürlich erkennt, dass starre Arbeitszeitsysteme überholt sind. Aber dann, weil man nicht mehr in der Regierung sitzt, dann spürt man das beleidigte Oppositionsentlein und torpediert sämtliche Vorhaben, die Österreich zukunftsfähig machen. Das ist einfach unglaubwürdig und eigentlich ein politisches Armutszeugnis. Und diese Bundesregierung zeigt auch mit dieser Gesetzesänderung, dass es wichtig ist, Lösungen zu schaffen, die den Bedürfnissen der wirtschaftlichen und der sozialen Anforderungen angepasst sind. Die Schwerpunkte sind ausreichend behandelt worden, aber jetzt muss ich Sie wirklich einmal fragen, erklären Sie mir einmal, was schlecht daran ist, wenn die Arbeitnehmer künftig in diesem Modell einen Mehrwert erhalten, weil sie eine Wahlmöglichkeit haben, ob sie ihre Mehrleistungen in Geld oder Freizeit refundiert bekommen. Gleichzeitig aber auch eine Freiwilligkeitsgarantie beinhaltet ist. Erklären Sie mir, was schlecht ist an diesem Modell, das den sozialen Anforderungen gerecht wird. Denn es ist halt einmal so, dass Arbeitnehmer sich größere Freizeitblöcke gönnen möchten, dass sie mehr Zeit mit ihrer Familie vielleicht auch verbringen möchten. Und entgegen ihrem verzerrten Realitätsbild hat der durchschnittliche österreichische Arbeitnehmer nicht die Möglichkeiten eines Herrn Kern, der für seine Tätigkeit einmal hergeht und von der SPÖ 6.100 Euro mehr zu seinem Gehalt von 8.700 fordert und sich das einfach zahlen lässt, weil er sich holt, was er glaubt, dass ihm zusteht. Wenn der durchschnittliche
Wenn der durchschnittliche österreichische Arbeitnehmer nämlich sein Haus abzuzahlen hat oder sich Eigentum schaffen will, so ist er gewillt und muss auch dafür arbeiten, macht Mehrdienstleistungen, um das zu verdienen und um sich mehr leisten zu können. Und dafür wird hier die gesetzliche Grundlage geschaffen, denn das ist ein Grundprinzip dieser Regierung. Leistung muss sich wieder lohnen. Und daher geht Ihre Propaganda völlig ins Leere und ist eine Angstmache. Und ich darf Ihnen heute gerade gehört, Ihr Nationalrat geht her, der Herr Knees in Kärnten, und sagt, dass wir in Lavantal 60 bis 70 Arbeitsplätze verlieren werden. Und dort hat sogar der Mondi-Chef jetzt endgültig einmal korrigieren müssen und sagen müssen, das ist nur Angst und Panikmache und so geht man mit den Menschen nicht um. So, aber das ist Ihre Vorgehensweise. Und ich möchte Ihnen jetzt noch einmal verdeutlichen, welches infame und durchschaubare Spiel Sie eigentlich in dieser Thematik betreiben. Denn man geht her auf selbstgemalten, großartigen Plakaten, demonstriert in Wien, es beteiligen sich die jungen Gewerkschafter, vor allem auch die jungen Sozialisten, mit, wie Sie sehen können, einen wirklich eindrucksvollen Wortschatz. Also die Statements werde ich hier nicht wiederholen, um nicht einen Ordnungsruf in Kauf nehmen zu müssen, aber der Wortschatz ist wohl der Ausfluss der roten Bildungspolitik der letzten 10 Jahre gepaart mit roter Parteiakademie-Rhetorik. Und wenn man sich das ansieht, während in Wien demonstriert wird, produziert man im rot geführten Kärnten eine völlig andere Realität. Denn in Kärnten gibt es ein Kärntner Dienstrechtsgesetz und ein Kärntner Gemeindemitarbeiterin. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schalten jetzt gleich live ins ORF3 Aktuellstudio zu Ingrid Thurnherr, die uns mit den aktuellen Informationen zum EU-Innenministertreffen in Innsbruck versorgt. Die Bundesratssitzung können Sie in der ORF-TV-Tik weiterhin als Livestream verfolgen. Wir melden uns im Anschluss dann wieder hier zurück. Bis später. Auch der Landtagsclub der FPÖ, da müssen Sie aufpassen bitte. Hat der Landtagsclub unserer FPÖ auch entsprechend einen Dringlichkeitsantrag eingebracht in der letzten Sitzung des Kärntner Landtages am 6. Juli. Und wir haben gefordert und haben dort auch gesagt, wir sollen hergehen und diese Tagesarbeitszeit, genauso wie wir es hier vorhaben, reduzieren auf 12 Stunden und auch die Freiwilligkeit hier bei der Überstundenanordnung verankern. Und was ist passiert? Was glauben Sie, wer das abgelehnt hat, weil es gesagt haben, na, irgendwann machen wir sowieso eine Dienstrechtsreform? Genau, die SPÖ war. Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen aus dem Studio von ORF3 Aktuell. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Live-Übertragung aus dem Bundesrat und widmen uns einem ersten Höhepunkt des EU-Ratsvorsitzes. Es ist dies der erste informelle Ministerrat im Rahmen dieses Ratsvorsitzes und der betrifft ausgerechnet die Innenminister. Und das in einer Zeit, in der das Thema Asyl wohl eine der heißesten Kartoffeln in Europa ist. Wer wird unter welchen Umständen wem wie viele Flüchtlinge zurückschicken? Wer wird gegebenenfalls welche zurücknehmen oder zurückweisen und wer wird wann und in welchem Ausmaß Grenzkontrollen verfügen. All diese Fragen sind zwischen Deutschland, Italien und Österreich seit ein paar Wochen ja heftig umstritten. Mal sehen, ob da heute Klarheit geschaffen werden kann. Ja, und in Kürze sollten wir eigentlich die Pressekonferenz nach dem Innenministertreffen übertragen. Mit dabei natürlich auch Gastgeber Innenminister Herbert Kickl. Aber ich höre soeben, diese Pressekonferenz lässt noch auf sich warten, wird frühestens gegen 14 Uhr stattfinden. Wir werden uns dann wieder melden. Mit im Studio wird es dann Hans Bürger sein, Innenpolitik-Ressortleiter und ausgewiesener Kenner und Auskenner der Europäischen Union. Wir melden uns also später wieder, sobald die Pressekonferenz beginnt. Bis dahin zurück zur Arbeitszeitdebatte in dem Bundesrat und zu Michael Weiß und Martin Wendel. Regiert und damit auch zukunftsfit macht. Und das ist mir daher auch eine freudige Aufgabe in den nächsten Jahren, mich hier entsprechend auch einbringen zu dürfen. Wir haben es gerade gehört, dass sich die Pressekonferenz nach dem Innenministertreffen etwas verzögern wird. Einstweilen hier wieder zurück im Bundesrat. Am Wort ist Josef Ofner von der FPÖ Kärnten. Und
leeren Mordhüsen, so wie gerade eben, sondern sie geht die Reformprozesse konsequent an, zum Wohle unserer Bevölkerung, leitet sie ein, arbeitet sie ab und handelt sie ab, wie gesagt, zum Wohle Österreichs. Danke. So, Josef Ofner, FPÖ Kärnten.